Jo, hallo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Test. Ich bin der Simon und heute habe ich für euch einen Test zu einem Spiel, das auf dem Super Nintendo erschienen ist. Ihr habt es ja schon im Titel gesehen. Heute ist es Goof Troop, auch bekannt als Goofy und Max eventuell, so haben wir das eingedeutscht. Das ist ein Action-Adventure mit vielen Puzzles und relativ einfachen Kämpfen. Mehr dazu kommt dann im Test. Ich habe mir das ausgesucht, weil es relativ spielbar ist, also auch für Leute, die nicht den ganzen Tag spielen und weil man es zu zweit durchspielen kann und ich hatte einfach Bock, mal was mit meiner Freundin durchzuspielen. Daher gibt's jetzt hier den Test nach dem Intro. Goof Troop ist der englische Titel der bei uns in Deutschland bekannten Serie Goofy und Max. Das Ganze gehört ja Disney, daher kann man jetzt vom Plot, also der Hintergrundgeschichte, auch nicht allzu viel erwarten. Das ist eben relativ einfach gehalten und eben an die Zielgruppe des Ganzen angepasst, was ja damals nun mal eher jüngere, kleine Kinder waren. Muss man ja mal sagen, wie es ist. Goofy und Max sind also gerade am Angeln, so auf dem See bei denen in der Stadt. Und dann kommt auf einmal so ein Piratenschiff vorbei gesaust und die gucken nur so, boah, geil, was ist das denn? Und an Bord sehen sie dann Carlo und seinen Sohn. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt. Er ist der Nachbar von Goofy gewesen und Goofy ist ihn ja immer total auf den Sack gegangen und hat ihn genervt ohne Ende. Das weiß Goofy natürlich nicht, weil er ein bisschen plemplem ist. Egal, ihr müsst euch so ein bisschen dran erinnern an die Serie, sonst kapiert ihr die ganze Sache nicht. Goofy und Max denken jetzt eben, dass Carlo entführt wurde. Im englischen Original heißt er Pete und sein Sohn heißt PJ und im Deutschen heißt er eben KJ für Carlo Junior halt, ne? Auf jeden Fall wurden die beide vermutlicherweise entführt und aufgrund dessen machen sich Goofy und Max dann auf die Rettungsmission, die beiden zu befreien. Und so beginnt dann auch unser Abenteuer auf der Pirateninsel, ich nenne sie jetzt einfach mal so, und damit eben auch eine Reise durch viele Level, naja, eigentlich sind es nur 5, aber durch 5 knackige, harte Level. Was man als erstes erwähnen sollte, ist, dass das Spiel eigentlich nur zu zweit durchspielbar ist, also mit 2 Menschen, die leben und einen Controller bedienen können. Ansonsten kann man das eigentlich knicken, weil es sonst total schwer wäre und eigentlich unschaffbar ist. Es gibt natürlich immer noch Leute, die das machen. Ich habe es auf jeden Fall nicht hingekriegt, ich habe es sogar versucht. War mir einfach zu schwer. Man braucht einfach einen zweiten Menschen an seiner Seite, sonst klappt das nicht. Das Gameplay ist dabei relativ simpel gehalten. Wir betreten eben 5 dieser Level und diese 5 Level sind eben aufgeteilt in jeweils, ich sag mal, mehrere kleine Bildschirmlevel. Das ist dann, ihr seht das ja im Video, immer so ein Bildschirm voll halt. Und in dem müssen wir dann entweder alle Gegner besiegen, dazu müssen wir sie eben mit Gegenständen beschmeißen oder den Steine an den Kopf treten. Ihr seht das ja hier im Video, wir schmeißen den eben Vase an den Kopf oder wir treten halt hier, wie man sieht, so einen Block, damit er die Gegner einfach mal aus dem Weg räumt. Dann müssen wir mit diesen Blöcken auch noch kleine Puzzle-Rätsel lösen. Das seht ihr ebenfalls im Video, wie wir hier zum Beispiel versuchen müssen, diesen Block auf das Feld da oben zu bringen, damit sich die Tür im Hintergrund öffnet. Die 5 Level, die es im Spiel gibt, die sind jeweils immer einem Thema zugeordnet oder einem Style, sagen wir es mal so. Wir haben dann da als letztes zum Beispiel das Piratenschiff, ist ja logisch. Am Anfang haben wir eben diesen Strandabschnitt. Im Laufe des Spiels landen wir aber auch noch in einer Höhle und in einem, ja ich sag mal, Geisterschloss, in dem es so ein bisschen spukt. Mit ändern sich natürlich auch die Gegner, aber die Hauptgegner bleiben auch diese Piraten, die wir das ganze Spiel über bekämpfen. Gegnertypen gibt es natürlich auch ganz viele, die jeweils unterschiedliche Fähigkeiten haben. Wir haben natürlich Piraten, die in der Lage sind zu werfen. Fieserweise können sie auch diagonal werfen, was wir nicht können. Wir können eben immer nur horizontal und vertikal schmeißen und die können diagonal werfen. Das ist ziemlich fies, weil die einen so treffen. Das ist aber nicht die einzige Spezialattacke, die die haben, denn es sind eben Piraten da. Es sind viele Leute, die viele andere Fähigkeiten haben. Wir haben dann zum Beispiel auch Gegner, die einfach Blitze schnell auf uns zurollen und während sie rollen, können wir sie eben nicht töten oder umbringen oder aus dem Weg räumen, wie man es auch mal sagen möchte. Dann haben wir natürlich auch ganz normale Typen, die einen einfach nur fokussieren, einem folgen und einen mit dem Säbel einen überziehen wollen. Das sind auch so die Gegner, die am meisten vorkommen. Grundsätzlich wird das Spiel mit der Zeit nur dadurch schwerer, dass mehr von den besseren Gegnern da sind, also zum Beispiel von den Kistenschmeißern oder von diesen Schnellrollenden, und dass die Munition, die wir zur Verfügung haben, entweder gar nicht mehr da ist und wir den Gegnern immer ausweichen müssen, oder aber einfach nur begrenzt wird, dass wir viel weniger Sachen haben, die wir schmeißen können und so natürlich auch viel mehr Probleme haben zu schmeißen. Aber sollte in einem Bildschirm mal was falsch laufen, ist es auch nicht so schlimm. Wir laufen einfach wieder raus,
und rennen wieder rein und schon ist das alles sozusagen zurückgesetzt und wir können das ganze Rätsel von neu probieren. Das ist natürlich nicht so, wenn wir hier ein Rätsel haben und das gelöst haben, weil dann ist der Bildschirm fertig. Während wir eben diese ganzen Bildschirme durchwandern, haben wir auch immer das Problem, dass wir einen Schlüssel finden müssen. Dafür müssen wir eben in eine andere Richtung gehen oder dass wir die uns zur Verfügung gestellten Gegenstände nutzen müssen, um ans Ende des Levels zu kommen. Das können dann zum Beispiel Harpunen sein, mit denen wir uns kleine Seilbrücken bauen über Abgründe, die wir sonst nicht überwinden könnten. Oder eine Glocke, mit der wir Gegner auf uns zentrieren können, damit unser Partner dann eben einen Schalter umlegen kann oder Gegenstand holt, wo man vorher einfach nicht rankam, weil es zu voll ist. Ganz oft spielt das Spiel auch mit dem Licht, das heißt, es schickt uns dann einen Bildschirm, in dem alles dunkel ist und wir haben nur so einen kleinen Lichtkreis um uns rum. Diesen kann man dann vergrößern, indem man eine Kerze aufsammelt. Solche Sachen eben, kleine Sachen, die große Wirkung haben. Und so puzzelt man sich dann durch die Level, löst Rätsel, findet Gegenstände, sucht Schlüssel und am Ende eines jeden Levels folgt dann natürlich, wie will man es anders erwarten, einen Bosskampf. Diese sind meistens richtig, richtig schwer, weil man die Gegner unzählige Male treffen muss, ohne dabei selber getroffen zu werden. Aber kinderfreundlich wie das Spiel ist, ist es auch nicht so schlimm, wenn man jetzt mal getroffen wird. Haben wir vorher Obst eingesammelt, haben wir oben neben unserem Namen und unserem Lebenzähler dann eben mehrere Herzen, die sich erstmal verbrauchen, bevor uns ein Leben abgezogen wird. Haben wir alle Leben weggeballert, müssen wir eben warten, bis unser Partner den Level geschafft hat oder eben den Bildschirm verlässt. Dann können wir Start drücken und sind wieder im Spiel, bis wir wieder tot gehen und natürlich Game Over sind. Richtig Game Over gehen kann man also nur, wenn sich einer der beiden Spieler richtig doof anstellt und den Bildschirm nicht wieder verlässt, damit der Partner spawnen kann. Ist jetzt bei uns auch ein paar Mal passiert, aber naja, ist halt so. Ist dann auch nicht so tragisch. Jeder der Level lässt sich jeweils auch mit einem eigenen Passwort anwählen. Das heißt, wenn man mal aufhören möchte, kann man nicht speichern. Man muss sich eben das Passwort aufschreiben oder es merken oder sich aus dem Internet ziehen. Aber das wollte ich nur mal so nebenbei erwähnt haben. Und ich würde sagen, wir springen damit dann einfach mal zur Technik. Es sind zwar nur 5 Level, aber dafür sind es 5 Level, die nicht nur vom Style absolut genial aussehen und unterschiedlich aussehen. Jedes Mal sind die Puzzle auch anders und durch die Auswahl der Gegner werden die einzelnen Bildschirme auch jedes Mal ein bisschen anders gestaltet, sodass man nicht das Gefühl hat, jedes Mal denselben Level spielen zu müssen, der einfach nur anders aussieht. Es sind wirklich 5 Level, die total unterschiedlich sind und die von den Puzzles und Schieberätseln auch mit der Zeit immer mehr und mehr anziehen und immer mehr Gehirnschmalz brauchen, sodass das Spiel auch relativ schwer wird. Ich würde sagen, man kann das Spiel in ungefähr 1,5 Stunden durchspielen, wenn man gut ist. Wir haben natürlich wieder ein bisschen länger gebraucht, aber das ist eben so. Da kann man nichts dran ändern. Unterspielt wird das Ganze natürlich mit einer Disney-Melodie. Ist klar, dass die gut ist und nicht auf den Keks geht. Musik können die Leute da einfach. Und das haben sie auch schon in anderen Videospielen gezeigt. Hier natürlich auch. Technisch gibt es daher nichts zu meckern. Außer, dass es hin und wieder vielleicht mal ein bisschen schwer ist und ein bisschen unfair ist. Und man manchmal gar nicht weiß, wo man so richtig hin soll. Was uns dann auch wieder zum Fazit bringt, ich finde, wenn man sich an die Grafik des Super Nintendos gewöhnt hat und es einfach mal übersieht, kann man vor allem zu zweit mit diesem Spiel sehr, sehr viel Spaß haben. Wenn einfach der eine versagt und der andere dem anderen immer helfen muss, macht das einfach enorm Spaß. So hatte ich das eben auch hier mit meiner Freundin, die ich hier nochmal ganz herzlich grüßen möchte. Herzlichst. Ich gebe dem Spiel aufgrund dessen auch 8 von 10 Punkten, weil es einfach ein Klassiker ist. Es ist einfach genial. Es ist nur ein bisschen zu kurz, finde ich. Da hätte ruhig noch 1-2 Level mehr reingepasst ins Spiel und dann wäre es für mich schon fast ein perfektes Spiel gewesen. Ansonsten war es das jetzt von mir. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und zum nächsten Test und bis dahin sage ich einfach mal ciao, ciao.